Tai Chi ist, wie ich immer sage, es ist eine Entschleunigung vom Alltag. Hektik, Stress wird vergessen und man konzentriert sich nur auf sich, auf seinen Körper und auf das Empfinden und auf das Gefühl. Es wird sehr darauf geachtet, auf die Atmung, das heißt, die inneren Organe werden dann auch wieder mobilisiert, die werden dadurch gekräftigt. Schultern sind hinten, unten, sodass also auch der Rücken gerade ist und dass die Gelenke offen sind. Dieser ganze energetische Aspekt, der eigentlich in der traditionellen chinesischen Medizin angesprochen wird, kommt beim Tai Chi raus. Eine Faustregel, die wird einfach gesagt, der gehen kann, kann auch Tai Chi machen. Und das möchte ich auch gerade im Kursus ansprechen. Es kommt nicht darauf an, was mein Nachbar nebenan macht, wie toll der sich bewegt, sondern man muss immer sehen, wie bewege ich mich jetzt und wie bewege ich mich zum Beispiel in 4 bis 6 Wochen. Ich gucke lieber auf den gesundheitlichen Aspekt, ist für mich viel, viel besser. Tai Chi ist das höchste Prinzip. Dann fehlt aber der Nachsatz Chuan noch hinten dran. Das wird ja im Deutschen sehr gerne vergessen. Und dann nennt man das höchste Prinzip der Faust. Hallo, ich bin Joachim Haas, bin 53 Jahre alt, komme aus Troisdorf und habe 2010 die Prüfung abgelegt zum Tai Chi Trainer und darf hier einen Kursus im Tai Chi bestreiten.